Ja, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu OddSparks. Wir haben in der letzten Folge hier noch ein bisschen Logik eingebaut und ich habe hier noch ein bisschen was ausprobiert. Allerdings ist das nicht so ganz aufgegangen mit der Idee, die ich hatte, weil ich habe mir nämlich gedacht, dass ich hier diesen Leerfilter hinmache, dass sie nur da rein dürfen, wenn die auch wirklich leer sind. Aber das löst ja nicht das Problem, dass die tatsächlich, ne, dass sie dann was anderes kriegen können. Da wäre es halt wirklich gut, wenn man die irgendwie mit Farben oder mit Nummern ausstatten könnte und nur da dürfen sie dann rein. Eine Lösung wäre halt hier wirklich verschiedene Sparks zu nehmen, die was transportieren. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Müssen wir mal schauen. Grundlegend kann ich aber den Filter, hoppala, den Filter hier wieder. Moment, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Da wollte ich hin, genau. Den Filter kann ich hier grundlegend aber erstmal wieder rausnehmen. Weil der das Problem leider nicht löst. Ich habe gerade überlegt, ob wir von hier irgendwas mitgeben können. Aber gut, das machen wir einfach ein bisschen passiv. Da muss ich nochmal so, ja, nebenbei ein bisschen drüber nachdenken, wenn wir hier ein, zwei, 10, 15 Mal vorbeilaufen. Lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen wirken. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Ideen habt, dann auch gerne in die Kommentare damit. Oder halt eben auch in den Stream-Chat. Dann können wir die Sachen noch ausprobieren. Aber ich würde es jetzt erstmal so dabei belassen. Das ist jetzt kein riesengroßes Problem, was alles stoppt. Wir müssen halt jetzt noch ein paar Walkie-Sparks besorgen. Noch ein paar mehr. Da muss ich auch gerade mal schauen. Ah, wobei. Wobei, lass. Hoppala, lass mich mal gerade hier hoch. Ich glaube, wir brauchen eine neue Kiste, ne? Da war nämlich noch was. Du hast 10 Stück bekommen. Und wartet hier eigentlich auch nur noch auf Nachschub von den normalen Sparks. Sollte aber auch gleich wieder kommen, denke ich zumindest. Das sollte eigentlich wieder gleich kommen. Können wir gerade mal gucken. Wäre auch ganz cool, wenn man Brücken bauen könnte. Fällt mir gerade ein vom Teleporter nämlich rüber. Dann müssen wir da nicht immer uns auf die Luft verlassen. So, hiermit ist das verbunden, ne? Hier habe ich das verknüpft. Und die laufen einfach nur hin und her und die hier geben raus. Genau, richtig. Dann ist hier eigentlich nur. Was fehlt denn hier? Eigentlich nur Holz. Hier fehlt eigentlich nur Holz. Wie sind die da reingekommen? Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy. Die sind da, glaube ich, reingekommen, obwohl die schon Sachen drauf hatten. Das darf gar nicht sein. Die waren nämlich alle eben hier draußen, ne? Das ist, glaube ich, ich glaube, da haben wir Bug gefunden. Ist ein bisschen schwierig. Kommen die hierher? Moment, die gehen hier geradeaus. Achso, die kommen ja auch von hier. Genau, stimmt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Dass das so, dass es da einen Bug gibt. Ah, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich trigger das jetzt mal ganz kurz manuell hier an. Und dann hole ich gerade mal ein bisschen Holz. Wobei, ich habe ja noch ein bisschen Holz. So. Nimm einfach mal. Genau, dann machst du nämlich auch sagen. Ja, das ist ein bisschen schade. Dann ist das doch ein bisschen ein größeres Problem, dass sie jetzt hier reingelaufen sind, wo sie gar nicht reinlaufen hätten dürfen. Ach, nee, warte mal. Vielleicht war es gar nicht so verkehrt mit dem Leerfilter. Zumindest jetzt für den Anfang. Das ist ja eigentlich korrekt. Wie hatte ich den denn hier gebaut? Auch hier, ne? Genau. Ja, das war gar nicht so verkehrt. So. Kommt mal alle her. Jetzt habe ich 15 Stück am Start. Irgendwo muss auch einer sein. Nee, 16. Quatsch, ist korrekt. So, jetzt dürfte es wieder richtig sein. Okay. So, also Leerfilter ist grundlegend schon mal okay. Die haben jetzt auch alle alles dabei. Vielleicht gucken wir das gerade noch mal kurz an. Nee, das Problem ist ja im Endeffekt ja schon bekannt. Ich bräuchte theoretisch 4 Bahnen will ich nicht.
Aber ich bräuchte theoretisch, müsste ich die aufteilen. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Wie viel brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier vier hiervon, das heißt hier, das müsste der schnellste Spark sein. Hier brauchen wir zwei. Holz brauchen wir, glaube ich, jeweils fünf. Das müsste mit Abstand der schnellste sein. Das heißt, wenn wir diesen komischen Kessel-Spark haben, dann können wir den ganz rechts für das Holz nehmen. Hier könnten wir dann den Carry-Spark nehmen, vielleicht sogar zwei. Hier dann zwei normale eventuell. Und dann haben wir das eigentlich auch schon, ne? Dann haben wir das Problem. Ne, wobei hier. Hier brauchen wir. Da können wir theoretisch auch einen ganz normalen Holz-Spark für nehmen. So können wir es theoretisch machen. Oder machen wir da einfach einen Spark-Filter hin? Warte mal, ich mache mal Folgendes. Wir brechen jetzt gleich auf. Allerdings will ich mir das hier mal gerade als, ich sag mal, kleine Gedächtnisstütze hier hinbauen. Ja, das kannst du ruhig löschen. So, Spark-Filter, genau. Hier. Da brauche ich aber wahrscheinlich einfach einen Spark generell für. Habe ich noch irgendwas gerade hier übrig? Nee, da ist kein Spark übrig. Ja, hier, warte mal, hier ist doch bestimmt einer. Warte mal. Da kommt doch jetzt irgendwo hier nicht. Haben die überhaupt schon reingegeben? Da ist hier, warte mal, ich muss mal gerade hier ein bisschen beklauen. So, der liefert nach hier unten. Und der liefert wahrscheinlich. Oh Mann! Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank. Nein! Der hat den. Oh, der hat mich beklaut. Okay, jetzt. So, und da will ich nämlich hingehen. Zack. Ich hau das hier drauf. Und dann hau ich hier den als Filter da rein. Der darf dann halt nur da durch. Ist jetzt einfach nur eine kleine Gedächtnisstütze. Ich hoffe, dass ich dann auch wieder weiß, was ich denn da machen wollte. Ich werde mich jetzt aber erstmal dann auf andere Dinge konzentrieren. Die normalen Sparks sollten jetzt theoretisch hergestellt werden, glaube ich. Theoretisch. Ja, muss ich mal schauen. Okay. Ja, vielleicht sollten wir das sogar jetzt schon umsetzen. Das bin ich gerade überlegen. Okay, lass nochmal gerade gucken. Eine Sache noch. Das hier will ich mal gerade noch ausprobieren. Stimmt, das ist sowieso noch ein Thema, das ich mir angucken wollte. Wie funktioniert denn das genau? Gezählte Gegenstände. Okay, das ist aber keine. Der baut keine Abhängigkeit auf, dass er sagt, hier sind 10 durchgekommen und dann nimmst du den anderen Pfad. Das bringt nichts. Das bringt mir nichts. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Lösung für das Problem, aber ja, gut. Generell gerade ein bisschen schwierig alles. Ich will das Problem irgendwie lösen. Was ist denn hier noch los? Ach so, weil ihr gerade gar nicht liefern könnt. Weil hier Holz wieder fehlt. Natürlich. Ja. Sparkfilter. Mache ich das erstmal? Vielleicht, ich glaube, ich mache das jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal hier einen Sparkfilter hin. Dann brauchen wir theoretisch auch nur den Spark-Filter. Wir brauchen sonst gar nichts anderes. Allerdings brauche ich jetzt halt von jedem Spark-Typ am besten einen, dass ich vier verschiedene raus habe. So, der Carry-Spark. Dann sollen die mit dem Schwert einfach die Schwerter transportieren. Das
Ist, glaube ich, ganz logisch dann, wenn wir das so machen. Da kann man es auch ganz gut nachvollziehen. Und dann brauche ich noch zwei weitere. Dann habe ich noch einen Wacky Spark. Die sind, glaube ich, auch okay vom Transport. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Und dann halt eben den Standard Spark. Dann haben wir, glaube ich, alles. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ich hole jetzt einfach mal meine Wacky Sparks. Wenn der Prozess wieder läuft, dann kommen wir ja sowieso wieder ganz schnell an neue. Und deswegen nehme ich einfach meine. Und brauche aber jetzt halt, wie gesagt, noch ein paar normale. Aber ich hatte doch ganz viele hier, fällt mir gerade ein. Ja komm, das sind jetzt nur ein paar Meter noch. Ein paar Meter. Guten Tag. Warte mal, das sind ja gar keine Carry Sparks, die hier rumlaufen. Die könnte ich auch nehmen. So, ich brauche auch gar nicht so viele Carries. Ja, dafür kriegt ihr dann hier Ersatz, bitteschön. Da haben wir schon mal... Nee, doch, ja. Genau. Das wollte ich sagen. Dann haben wir alle zusammen, wollte ich sagen. Kommt hier nochmal eins rein. Hier ist halt jetzt auch nichts mehr produziert, weil... ne? So, das kann ich ja sowieso eigentlich abreißen, fällt mir gerade ein. Wenn das läuft. Wenn das läuft, kann ich das abreißen. Ich brauche noch ein bisschen Holzplatten. Ja, komm, da gehe ich mal gerade. Ja, wobei, ich muss ja sowieso alle. Komm. Ich hoffe, das war auch alles richtig. Müsste aber. Ihr gehört nicht mehr dazu. So, das ist jetzt alles so ein bisschen unübersichtlich. Aber das wird gleich. Ich mach das jetzt. Lass es mich nicht bereuen, Spiel. Sparkfilter. So, dann haben wir nämlich hier die Holz. Achso, ich muss gleich nochmal gucken, wegen den Ressourcen. Aber Schwert brauchen wir am wenigsten. Das können wir direkt zuweisen. Schwert wird halt eben der hier. Der darf dann auch nur rein. Da könnte ich theoretisch noch einen Filter dran klatschen. Wenn die leer sind, dürfen die rein. Ist aber, glaube ich, erstmal egal. Im ersten Schritt. Dann, müssen wir gerade mal gucken. Dann brauchen wir, glaube ich, am... Ich gehe lieber von unten jetzt. Haben wir die Schwerter schon zugewiesen. Dann können wir nämlich auch gucken, was wir noch am wenigsten brauchen. Zwei Platten, vier Balken und fünf Holz, ne? Ja, dann kommt als zweites kommen dann hier die Platten. Was ist denn das zweitschwächste? Crafty Spark. Der Crafty. Jetzt ist nur die Frage, der Wacky Spark ist wahrscheinlich... Kann ich doch nachgucken, warte mal. Sparks. Kapazität. Kapazität 1. Entspricht eigentlich nur einem Standard Spark, ne? Das heißt, der Wacky Spark ist wirklich der zweitschlechteste. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Warte mal. Hier habe ich gesagt, das brauche ich am zweithäufigsten, ne? Nee, am zweitwenigsten. Am zweitwenigsten habe ich gesagt. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Dann auf jeden Fall hier das am meisten. Das heißt, hier, das wird auf jeden Fall der Carry Spark. Und was fehlt da noch? Der. Wen habe ich denn jetzt noch nicht? Hier, den Standard Spark. So, dann ist das, glaube ich, okay, denke ich. Ja, dann fangen wir mal an. Im Endeffekt kann ich auch die gleiche, kann ich die gleiche Menge nehmen? Eigentlich schon. Ja, kann ich eigentlich machen. Ich hatte 16, oder? Dann nehme ich einfach 4 von jedem. Oh, habe ich den zurückgerufen? So, ich denke, das ist erstmal die intelligenteste Lösung. Vorübergehend. Zumindest habe ich das. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ist korrekt. Der Rocky Spark, der rennt da so rein. Genau. Brauche ich dann überhaupt noch den Filter, fällt mir ein?
Nee. Den brauche ich gar nicht mehr, verdammt. Jetzt habe ich so eine schöne Logik ausgedacht beim letzten Mal. Den brauche ich gar nicht. Aber das Ding ist, wie kriege ich den dann sinnvoll verteilt jetzt? Warte mal, die laufen rechts. Die laufen rechts, die laufen rechts. Die laufen zurück, die laufen weiter rechts. Ja, nee, das kann ich einfach abreißen. Oh Gott, ich habe zum Glück hier noch hingebaut, dass ich das wieder aufbauen kann. Also wenn ich verzweifle, dann wisst ihr da Bescheid. Dann einfach nach da verweisen, dann sollte das gehen. So, du bleibst rechts, ne? Genau. Ja, genau, perfekt. Das ist natürlich nicht so toll. Die Verbindung muss noch raus. Der läuft rechts zurück, der läuft rechts, ja. Das ist genauso, wie es sein soll. Aber ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Also, nicht weil die Filter halt keine Arbeit leisten, sondern weil es nicht optimiert genug ist. Das hier fand ich schon sehr, sehr geil, dann mit diesen Filtern dazwischen. Auch. Allerdings. Ja, wir lassen jetzt erstmal dabei. Der Prozess, der läuft jetzt erstmal, das ist eigentlich das Wichtigste. Das Beste, was du machen könntest, ist wirklich, dass du sagen kannst, hier, der eine ist blau, der eine ist... so habe ich, glaube ich, auch eins der... oder sogar das letzte Thumbnail, glaube ich, gemacht, um das mal ein bisschen zu erklären. Dass du den einen halt blau machst, den anderen rot, den anderen grün, den anderen gelb. Und jeder ist halt einer Linie zugewiesen. So ein bisschen wie einem U-Bahn-Netz auf so einer Karte. Aber ja, dann tue ich mal die anderen Sparks gerade hier rein. Die habe ich ja jetzt zu viel. Kann ich mich da später drüber freuen, dass ich die noch habe. So, da brauche ich dann auf jeden Fall wieder Nachschub. Und das hier mache ich mal gerade hoch auf 10. Dann kann ich die 6 hier noch reintun. Jetzt habe ich halt auch ganz viele Materialien von denen noch. Ja, komm, hier, warte mal. Ich habe ja so ein bisschen sortiert. Zumindest versucht. Was habe ich hier so drin? Holz tue ich da jetzt einfach mit dazu. Und Steine und den anderen Kram. Ja. Sortiert. So. Ja gut, das wird noch nicht so schnell gehen. Die werden noch ein bisschen Zeit brauchen. Und wir können mal gerade schauen. Weil das Problem ist, dass die 2 nehmen können. Die müssen, glaube ich, schneller sein, ne? Spiel speichert. Was habe ich da gemacht? Hä, was? Hä? Ach so, nee, Moment, ist korrekt. Quatsch, die sollen ja hier anliefern und die sollen hier einfach im Kreis laufen. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz richtig. Warte mal, die... Die hier holen Holz. Moment, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was habe ich denn hier... Nee, Quatsch, ist korrekt. Das ist ja hat gar nichts damit zu tun. Ja, ja, Kreuzungen. Ist in Ordnung. Die sollen einfach nur... machen. Und der liefert nach da. Oh, shit. Das ist auch noch ein Problem. Das kann man aber auch schnell lösen. Das kann man ganz, ganz schnell lösen. Auch mit einem Filter. Jetzt habe ich wieder kein Holz. Natürlich. Ich habe jetzt gerade alles weggelegt. Aber ich habe hier so ein schönes, noch nicht angeschlossenes automatisches Lager. Und da habe ich genau 3. So, dann brauche ich jetzt nochmal so einen normalen Spark. Oh. Da wird keiner produziert. Schade. So, mache ich dann einfach dahin. Und dann brauche ich hier noch einen normalen Spark. Habt ihr vielleicht hier noch einen übrig? Ich habe euch die letzten Male schon mal geraubt. Da kommt Holznachschub. Wunderbar. Ja, ich glaube, die sind schneller, wenn die was tragen, oder? Wobei, nee, die tun sich da gar nichts. Die werden gar nicht aufgehalten, das ist schön. Im Endeffekt müsste ich da noch ein bisschen mehr machen. Warte mal. Na doch, ich muss ein bisschen mehr noch liefern lassen. Alles vielleicht
doppeln. Das 8 pro Linie laufen. Eventuell. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall müssen wir ganz kurz hier abwarten. Wie gesagt, der Grundprozess, der ist jetzt schon mal da, auch wenn er jetzt nicht der schnellste ist. Aber er läuft schon mal. Und wirklich sehr zentral, das auch noch. So, und dann dürft ihr hier nur noch rein, wenn ihr auch wirklich was tragt. Jo, das ist ja sowieso ein Problem, sehe ich gerade. Ich müsste das erweitern. So, das wird jetzt erstmal ein bisschen chaotisch. Aber das ist Teil des Plans. Das ist Teil des Plans. So, ruhigen Kopf bewahren. Und dann gehen wir hier hin. Und dann brauche ich hier nochmal einen Filter. Beziehungsweise, ich brauche hier den Filter. Das ist aber auch schwer kurz jetzt. Geht das überhaupt, wenn da zwei rumrennen? Ja doch, das geht. Dann machen sie halt so einen, die machen so einen Stepptanz hier. Ich kann es halt auch noch ein bisschen besser machen vielleicht, indem ich einfach sage, hier. Ich ziehe das hier noch ein bisschen hoch. Wie kommt... Achso, der hat einen bekommen. Ja, warte kurz. So. Dann geht er hier hoch. Und dann kann ich auch ein bisschen weiter laufen, dann kann ich auch 200 reinpacken. So, dann lass das mal gerade abchecken. Hier kommt einer durch, der hat einen, der geht dann nach rechts. Dann kommt hier wieder einer durch, der hat einen, der geht dann nach links. Ja, und dann kriegt jeder gleichmäßig einen. Das müsste jetzt auch passen. So, wie gesagt, hier müssen wir noch ein bisschen optimieren. Da müssen wir eigentlich noch ein bisschen was raushauen. Ich mach das jetzt auch einfach. Ich hau jetzt einfach 8 sogar rein. Ich hoffe, dass das nicht zu viel wird. Hoffen wir mal das Beste. Also ich brauche nochmal 8 von jedem. Okay, dann mache ich gerade so. Die und die hatte ich. Na, jetzt brauche ich noch normale Sparks. Hier. Eine Mal. Und dann die normalen. Und dann gehe ich einfach hier zum Teleporter. Ach ja. Ja. So. Let's take a look at this. Da rennen sie schon mal. Guck mal, das sieht doch schon mal hier viel produktiver aus. So, und dann könnte ich das Ding noch optimieren, indem ich theoretisch sagen würde, die dürften hier nur rein, nur raus, wenn die auch losgeworden sind, was wir haben. So wie es halt hier vorne auch ist, ne? Das könnte ich halt auch noch machen. Dass sie sich nicht in die Quere kommen, aber ich müsste die Pfade länger ziehen. Egal, es soll jetzt erstmal so laufen. Das ist jetzt ein laufender Prozess. Die halten sich zwar ein bisschen auf, aber dafür sind halt die, die schneller laufen, genauso schnell. Und dann ist es, das läuft ja alles in einem Ruckzuck durch. Das ist dann ein Laufband quasi oder ein Fließband, würde ich sagen. Was dann einfach ein bisschen langsamer ist, das ist okay erstmal. Dafür haben wir es jetzt um 2/3 verschnellert, indem wir halt eben noch ein bisschen Verstärkung draufgepackt haben. So, jetzt brauchen wir aber weiterhin Carry Sparks. Wir brauchen, achso, das wird ja jetzt sowieso alles hier produziert. Das heißt, wenn ich irgendwo gucken kann, dann eigentlich nur hier. Habe ich denn hier überhaupt einen Output? Nee, ich habe noch gar keinen, der transportiert. Dann brauche ich da nochmal gerade ein paar Sparks. Aber lass mal gerade gucken. Ich brauche hier einen.
Hier, der liefert auch noch hier einfach. Da ist sogar schon einer durch. Und der liefert 50-50 nach hier. So. Und hier ist auch nur noch einer, der einsammelt. Genau, da kommen die Schwertsparks raus. Hier fehlt mir halt die Lieferung. Da hole ich jetzt auch nochmal ein. Und von den normalen... habe ich gerade gar keine abgezapft, weil ich auch gerade gar keine brauche. Genau, dann ist das in Ordnung. Ja, dann hole ich mal gerade nochmal hier ein, zwei Liefersparks. Ist gerade ein bisschen hin und her, aber dann haben wir es auf jeden Fall schon mal so weit. Alles vollständig. Ach komm, ich nehme den einen hier. Das soll auch erstmal genügen. Das wird ja noch nicht so schnell laufen hier alles. So, jetzt. Ich mache die Maus gerade weg. So. Hier sind die Sparks. Hier ist der Aufgang. Und dann ist hier das nicht beliefert. So. Achso, das ist die alte Kreuzung, ja. Das könnte ich theoretisch auch noch ein bisschen umziehen, indem ich einfach hier einmal drüber gehe oder so. Aber dann habe ich halt doppelte Kreuzungen. Aber es ist dann vielleicht ein bisschen übersichtlicher im Gesamten. Die dürfen noch rein, wenn ich... Nee, wenn das die sind, Quatsch. Genau, das waren die Sparkfilter. Ich denke, das passt dann erstmal. Die Wacky Sparks müssten theoretisch dann auch jetzt langsam bedient werden. Da kann ich auch mal gerade hier, guck mal, da kommt schon der erste. Die werden beliefert. Ja, auf lange Sicht, vielleicht brauche ich da sogar noch eine zweite. Zumindest für die normalen. Habe ich denn... Ich habe aber keine Slots mehr frei, ne? Nur noch da hinten. Doch, hier oben noch drei. Aber ich brauche viel mehr von den kleinen eigentlich. Wie habe ich das denn vorher gemacht? Vorher war das auch gar nicht so viel, ne? Das ist alles so ein passives Ding gewesen. Sollen wir da hier nochmal eins hinbauen? Zumindest für den Anfang? Ehrlich gesagt... Hoppala. Ehrlich gesagt sagt mir das nicht so zu, weil wir das hier so schön gekapselt haben. Aber ja, was willst du machen? Was willst du da machen? Das wird aber auch wieder sehr komplex machen, wenn ich das wieder anständig aufziehen will. Weil ich müsse ja dann auch hier die Produktion nochmal bauen. Und die will ich nicht unbedingt nochmal bauen müssen. Optimal wäre jetzt, wenn ich hier noch eins hätte, dann könnte ich hier vorübergehend so eine... Station hinbauen. Ja, oder halt hier, ne? Aber hier wird es wieder mit dem Holz schwierig. Aber guck mal, das läuft auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorwärts hier. Überall werden schon mal welche produziert. Das ist ja schon mal 100% mehr als vorher, gefühlt. Da kommt der nächste. Der Switch wieder rum. Ja. Ja, ja. Das ist der Teleporter. Gut, ich könnte halt wirklich hier das hinbauen. Ne? Das ist so außerhalb. Da könnte ich dann vorübergehend von da noch hier rüber liefern. Und von da hier auch rein. Dann habe ich aber wieder drei Stränge, die ich hier baue. Ich guck mal gerade in die Questliste. Haben wir vielleicht noch ein bisschen was, was wir vorübergehend machen können? Kalkstein. Ja, doch, das können wir machen. Ach Quatsch. So, B. Ich brauche auf jeden Fall nochmal neue Rocky Sparks. Ach ja, genau. Zwei von denen hatte ich. Davon zwei. Weil ich hier so viel brauchte. Das ist nämlich alles hier drin, ne? Genau. Ja, dann. Andere Richtung. Beziehungsweise, oder? Teleportiere ich mich mal schnell hoch.
Und dann holen wir uns ein paar neue Rocky Sparks. Wo sind wir denn hier? Hier bin ich richtig. Hoppala. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da war eben nur noch einer drin, ne? So, dann brauchen wir auf jeden Fall Kalkstein, das heißt hier Dingens und ein bisschen Quarz. Da haben wir ja wieder ein bisschen was. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen nämlich jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann besorgen wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen Kalkstein. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch Quarz. Ja, schauen wir dann mal. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.